Herzlich willkommen zu einem neuen Handy-Vlog. Freitag, Schule ist gerade zu Ende und ich sehe gerade, wie meine Haare aussehen. Genauso schlimm. Freitag, Schule ist zu Ende und ich bin auf dem Weg zu meinen Großeltern, weil ich mich mit denen heute verabredet hatte. Um leckere Speckpfannkuchen zu machen, denn jeder weiß, bei Oma schmeckt es am besten. Ich hatte ja gesagt, Pfannkuchen machen, aber machen muss ich dann doch nicht mehr viel, da meine Oma schon alles vorbereitet hatte. Es ist für mich auch immer was ganz Besonderes, Speckpfannkuchen bei Oma zu essen, weil die dort immer so schön dünn und kross sind. Das bekommt Simone leider nicht hin. So macht man es richtig. Das habe ich dann noch genossen, bin nach Hause gegangen und dann konnte das Wochenende starten. Du? Ich bin's. Inzwischen gut zu Hause angekommen, lecker gegessen und ja, wo ist der Stefan? Hier ist er. Moin. So sieht ein Feierabend bei mir aus. Wir sind gerade dabei, jetzt hier Johns altes Bett auseinanderzubauen, weil das auch wohl langsam mal ausgedient nach so vielen Jahren. Und jetzt kriegt er das Bett, was in meinem Zimmer steht, das Boxspringbett. Es gab aber erstmal noch ein bisschen Arbeit, weil das alte Bett auseinandergebaut werden musste. Aber ich wollte schon immer ein Boxspringbett haben. Und dafür lohnt es sich. Warum flüsterst du? Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Es ist eh schon ein Wunder mit unserem alten Werkzeug, das wir schon seit zig Jahren haben. So. Ging doch. Kleine Herausforderung. Das Ding muss jetzt rausgebrochen werden. Allerdings ist das ganze Bett jetzt komplett locker und hat kein Gewicht mehr, also muss man sich vielleicht draufsetzen. Ach, oder so. Muss man gar nicht. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Scheiße. Oh, scheiße. Ein Nagel. Das ist kein Nagel. Aua! Au! Ich bin hier auch noch und halt das Ding fest. Wie kann das denn passieren? Was ist denn los? Dieses Teil soll mal was ein Stopper sein, der verhindert, dass die Tür an die Wand knallt. Aber jetzt ist natürlich passiert. So, Tür ist auf. Na super, alles wegen dir. Toller Feierabend. Ich wollte gar nicht vor die Kamera. Also was soll ich sagen? Es nimmt hier, wie nennt man das? Wir kommen hier von einem ins Tausendste irgendwie. Also es nimmt kein Ende. Ich gehe gleich wieder in die Küche und mache Armbrot irgendwie. Ich habe hier zu dem Chaos keine Lust. Das können wir auch wieder ankleben. Das ist wohl nicht so schlimm, ne? Hat ja nichts zu halten normalerweise. Du klebst ja auch schon. Ja, bei 25 Grad müssen wir hier in der Wohnung ackern. Nach Feierabend, wie gesagt. Wegen wem? Ja. Wollen wir lieber Simone. Nicht. Ich sag jetzt lieber nichts. Nicht, dass wieder hier irgendwie böse Stimmen aufkommen. Ich klinge Uwe wieder fest und vergesse das. Wo ist das Ding? So. Wozu, frage ich mich, ist die Aufregung? Das hält, sitzt, perfekt. So, das ist das neue Bett und ich muss sagen, es war eine falsche Entscheidung, sich jetzt hier reinzulegen, weil jetzt habe ich gar keinen Bock mehr aufzustehen. Es ist so gemütlich und ich wollte eh schon immer ein Boxspringbett haben. Jetzt habe ich eins und huch. Und es ist ungewohnt, weil ich weiß noch, bei dem anderen Bett, das habe ich schon echt lange gehabt. Also das habe ich jetzt schon, ich glaube, das ist mein erstes Bett, was ich in dieser Wohnung hier hatte. Ja, das kann sein. Jetzt habe ich auf jeden Fall richtig Beinfreiheit, weil das Bett viel länger ist und hier hinten bei meinen Füßen hatte ich immer so eine komische Wand, wo ich mal nachts gegengestoßen bin, weil, ich weiß nicht, wie es bei mir ist, aber
ich zappel ziemlich viel in der Nacht rum, wenn ich schlafe. Und dann bin ich mal aufgewacht, weil mein Fuß weh tat. Ja, das Problem dürfte jetzt auch nicht mehr sein. Uah, es gibt gar keine Probleme mehr. So, unsere neuen Autogrammkarten scheinen angekommen zu sein. Da war ja was mit schief gelaufen. Beim ersten Mal haben wir ja das hier bekommen. Da waren zwei Fehler. So, es gibt was Neues. Und zwar neue Autogrammkarten endlich. Lange hat es gedauert, bis wir sie bekommen haben. Wir haben sie ja in den USA fotografiert. Ja. Sind sie so groß? Ach du Scheiße. Das heißt ja zwei. Das ist ja wohl schief gelaufen. Zwei Blöcke da. Vielleicht. Nee. Oh. Also ich habe es extra ausgemessen gehabt. Definitiv ist das schon mal zu groß für eine Autogrammkarte. Oh, ich krieg die Krise hier doch. Ich habe extra ausgemessen gehabt. Ich habe extra unsere alte Karte geholt, habe ausgemessen. Jetzt ist hier sogar noch so ein Rand da dran. Ja, da gucke ich nach bei der Bestellung. Schon gewundert. Das war's erstmal. Einmal waren die Dinger viel zu groß und man kann die Gesichter kaum erkennen, weil es zu schattig ist. Da hat der Druckservice einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt mal gucken, ob es jetzt richtig ist. Das sieht schon mal ganz gut aus. Da sind sie. Zwei dicke Pakete. Und man kann jetzt auch die Gesichter besser erkennen. Ja, so muss es sein. Das haben wir ja im Urlaub gemacht. In Texas haben wir ja dieses Motiv hier gemacht. Und das sind halt die neuen Karten. Und kann man ab jetzt wieder bestellen bei uns. Mit Autogramm natürlich drauf. So, ich bin gerade beim Schnitt und ja, das, was jetzt kommt, kommt ein bisschen random, weil ich wollte mich mit einem Freund treffen, mit dem Gabriel, erzähle ich auch gleich. Ja, ich habe gedacht, dass man da gut was filmen kann, weil wir eigentlich vorhatten, afrikanisch essen zu gehen. Aber dadurch, dass sich der Gabriel 1,5 Stunden verspätet hat, ist daraus nichts geworden und die Szenen, die jetzt kommen, sind ja, nicht nur aus dem Kontext gerissen, sondern eigentlich ziemlich sinnlos, weil es alles keinen Zusammenhang hat. Aufgrund dessen, dass wir nämlich nicht mehr essen gegangen sind. So, 18 Uhr, ich bin unterwegs draußen, wollte mich mit Gabriel treffen. Eigentlich wollten wir uns schon um 16 Uhr oder so treffen, aber ja, hat sich jetzt um 2 Stunden verspätet. Wir wollten was für seinen YouTube-Kanal aufnehmen, 2 Sachen. Verschiebt sich jetzt alles, jetzt chillen wir einfach nur ein bisschen und ja, mal gucken, was wird. Ja, was ist dann aus dem Abend geworden? Gabriel hat das Ganze wieder gut gemacht, indem er mich auf eine Runde McDonald's eingeladen hat. Dann waren wir noch kurz draußen, aber was wirklich Sinnvolles haben wir nicht gemacht. Was ist das? Spaß hatten wir aber trotzdem gehabt, nur war der Tag dann leider zu Ende. Ja, wir haben sie auch schon ein paar Briefe wieder angesammelt, hat ein bisschen gedauert bei den Karten. Und die ersten Autogramme gehen nach Landau, Lippstadt zweimal, Alsdorf, Wallerfangen und Salones. Ja, und das wird dann euch auch bald erreichen. Geht ganz schnell jetzt. So, zwischendurch wird ein Paket geöffnet, was keinen weiten Weg hatte, denn es kommt auch aus Bremen. Und aber es hat schon ganz lange hier bei uns gestanden, dafür entschuldigen wir uns erstmal. Wir hatten einfach keine Zeit, das in einem Vlog unterzubringen bis jetzt. Heute ist es soweit. Und es kommt von Nico. Genau. Mal schauen, was drin ist. Ja, und schon mal eben schnell vorweg gelesen. Im Paket sind einige Biersorten aus dem, wo kam es her? Aus dem Bayerischen Wald, der Heimat von Nico. Bin doch mal sehr gespannt. Und er war schon ein bisschen besorgt, dass es vielleicht kaputt gegangen sein könnte. Wenn ihr diesen Zettel hier lesen könnt, sind die Flaschen Gott sei Dank heile geblieben. Mal gucken. Hab ich schon mal was von gehört. Das sieht schon mal sehr köstlich aus. Eins. Was für ein Aufwand. Falter Exporthelm, noch nie was von gehört. Oh, Flasche mit Bügelverschluss. Ein Dampfbier. Ganz was Feines. Und das könnte wahrscheinlich. Nee, eine ist noch drin. Ich wollte schon sagen, ist das nicht genug? Noch ein Dampfbier, Pfefferhell. Cool. Alles Sachen, die ich noch nie getrunken habe, die ich noch gar nicht kenne. Vielen, vielen Dank dafür und sorry fürs lange Warten.
So, jetzt kommt zu einer Idee für das nächste Video, für das nächste Handy-Video. Ich habe einen Story-Ordner erstellt, der heißt FAQ. Der ist in meinem Instagram-Profil, was hier eingeblendet ist. Und ja, dort könnt ihr Fragen stellen und dann suche ich mir gute Fragen davon raus. Müssen nicht nur an mich gerichtet sein, auch an Stefan und Simone. Und dann werden wir die zusammen im nächsten Handy-Vlog beantworten. Also stell ruhig Fragen rein. Wäre auch ganz gut, wenn es mal Fragen sind, die wir noch nicht gehört haben, wie zum Beispiel Fragen, die wir ziemlich häufig hören, sind: Warum nennst du deine Eltern beim Vornamen? Dies und das. Das haben wir schon 10.000 Mal beantwortet. Ich würde mich mal über neue Fragen freuen. Stefan und Simone bestimmt auch. Und ja, schreibt gerne was rein. Und wie man vielleicht merkt, das Video neigt sich dem Ende hinzu. Vielleicht merkt man es auch nicht, weil das Video ein bisschen kürzer ist als die anderen Videos. Aber ich habe mich einfach dazu entschlossen, die Handy-Vlogs nicht so lange zu machen wie die regulären Vlogs. Ist ja quasi auch nur ein Bonus. Und ja, die Handy-Vlogs werden jetzt demnächst so um die 13 Minuten gehen, weil das ist eigentlich eine gute Länge. Ich werde dann, es fällt mir dann auch einfacher, die mit gutem Inhalt zu füllen, weil ich mir dann ein paar Sachen überlegen kann. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich liken und abonnieren. Mir tut es leid, dass in diesem Video der Inhalt, dass fast alles schief gelaufen ist. Ich hatte so viele Ideen eigentlich, aber irgendwie ist alles gescheitert. Aber egal, ich hoffe, es war unterhaltsam. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!